Also Gänse durch die Gassen treiben müssen wir auch, weil das ein Alleinstellungsmerkmal ist. Der Punkt heute, wir brauchen, ja, das ist so wieder die Frage mit der Henne und dem Ei. Wir haben zu wenig Frequenz im Alltag in der Innenstadt. Früher, ich kenne das auch noch, dann ging man mit dem Kinderwagen in die Innenstadt, hat sich seine Sachen dann eingekauft und ging dann nach Hause und hat Essen gekocht. Heute geht man mit dem Kinderwagen nämlich nicht mehr. Man bringt sein Kind zum Kindergarten und fährt dann zu seinem Arbeitsplatz. Ne, das, also wochentags in der Innenstadt vielleicht die älteren Leute sind und in den Sommermonaten die Touristen. Und davon brauchen wir mehr und dafür eignen sich halt auch Gänse in der Innenstadt. Das finden die ganz klasse. Mein Konzept ist ganz klar, wir müssen uns ganz genau anschauen, die einzelnen Häuser, die einzelnen Sparten müssen dann ganz direkt Menschen ansprechen, die sich selbstständig machen wollen, machen können, regionale Filialisten ansprechen, die aber auch ein adäquates Ladenlokal brauchen. Und da muss man gucken, dass man mit den Hauseigentümern auch dahin kommt, dass sie bereit sind zu investieren, dass das Ladenlokal auch adäquat ist. Denn wer von euch sich mal einige Ladenlokale angeschaut hat, einige sind wirklich gut in Schuss, aber in viele würde niemand mehr einziehen, weil das nicht mehr zeitgemäß ist. Und das ist genau der Punkt. Wir müssen schauen, dass die es ihre Miete senken, dass wir jemanden finden, der dort einzieht, ne, dass der auch unterstützt wird, dass er seine Umsätze macht. Und diese Unterstützung, die wird dann gebraucht. Und da braucht man auch die Solidarität der anderen Einzelhändler, die auch nicht immer da ist. Da wird ja auch dran gearbeitet, auch in der Werbegemeinschaft oder auch, was ich sehr gut finde, in der Initiative Pro Innenstadt, dass man wirklich auch sieht, dass man das Gemeinschaft macht. Also wir brauchen mehr Frequenz. Dann lassen sich auch mehr Leute nieder und wenn sich mehr Leute niederlassen, haben wir auch mehr Frequenz. Und diesen Punkt dann zu kriegen, da brauchen wir die Unterstützung von Fachleuten. Also ich glaube, dass wir haben vier sehr geniale Veranstaltungen, die momentan laufen. Das ist der Büchermarkt, das ist eine Top-Sache, das ist der Kerzenschein-Samstag, das ist das Stadtfest und das ganz Billerweg. Und der Weihnachtsmarkt. Ja, das ist schon wieder semi-top. Der Weihnachtsmarkt, sorry, verkommt. Ich finde, ich persönlich habe auf dem Weihnachtsmarkt kein weihnachtliches Flair. Ich sehe Bude an Bude. Ich sehe viel Ramsch, wenig Qualität. Ich sehe, dass die richtig Interessierten, die tolle Produkte anbieten, vielleicht auch abgeschreckt sind von den Standgebühren. Das weiß ich alles gar nicht. Da verfüge ich nicht über die Informationen. Aber ich hätte Bock, diesen Weihnachtsmarkt aus dem Dornröschenschlaf rauszuholen. Warum nicht vielleicht den Weihnachtsmarkt einen halben Tag früher beginnen für uns Billerbecker? Im Herzchen machen wir einen Billerbeck-Weihnachtsmarkt. Aber richtig kuschelig, wo auch mal Tannen im Herzchen platziert werden, wo wir mit den Vereinen und Verbänden kooperieren. Wir nehmen die Musikschule und bitten an jeder Ecke im Wechsel, in einem Schichtplan, Blockflötenspieler oder Posaunenspieler oder sonst was Nettes hinzumachen. Dann reichen mir über die 20 Jahre diese holländischen Blaskapellen, die dann hier mit Weihnachtsliedern durch die Stadt ziehen. Mir persönlich reichen die nicht. Ich will die nicht abschaffen, aber ich würde gerne fragen, gibt es vielleicht dazu eine Alternative oder kann man deren Auftritte attraktiver machen? Früher war der Weihnachtsmarkt so, wenn ihr euch noch erinnert, dass man bis Bruns keinen Parkplatz bekam. Heute ist das anders. Früher hatten wir 20, 30 Busse. Da hat zu den Zeiten, wie noch Willi Gödereis und dergleichen, Adolf Giewert, das Ganze organisiert haben. Da war das ein richtiger Magnet. Jetzt haben wir natürlich den Nachteil, dass andere auch nicht gepennt haben. Wenn man den fehlenden Waldweihnachtsmarkt sieht, der ist sehr stimmungsvoll. Da sind die Leute angesprochen. Der spricht sich rum. Da sagt man, da musst du nächstes Jahr hingehen. Von Billerbeck höre ich nicht... Kartaus. Von Billerbeck höre ich nicht mehr, dass man sagt, das ist ein Muss in einer Jahresplanung. Das war früher anders. Und ich finde, da muss man kritisch rangehen. Das Gute soll weiterhin existieren, aber vielleicht darf man mal ergänzen, darf man mal nach vorne denken. Das kann auch genauso gut ganz Billerbeck sein. Ob Entenangeln dann in irgendeinem Wasserbassin, ob das jetzt so noch die Leute in die Stadt lockt, vielleicht. Vielleicht gibt es aber auch noch eine Alternative. Und dann sind wir natürlich bei der Frage, Wer kann uns das machen? Zu welchem Preis? Müssen wir eigene Kräfte da reinschicken? Oder lässt man sich ein Konzept basteln? Vorsicht ist geboten, wenn man nach Münster guckt. Stadtfest wurde ja auch mal weggegeben an so ein Managementbüro. Dann verliert das auch so seinen Charme, weil am Ende wollen die Leute verdienen, das ist auch gut und richtig. Aber wenn ich heute in der Werbegemeinschaft mich umhöre, zum Thema bei den Events, sagen viele, wir machen zwar den Laden auf, aber unterm Strich ist das kein Geschäft für uns. Wir hoffen darauf, dass die Menschen, die an unseren Läden vorbeikommen, uns wahrnehmen und vielleicht nochmal wiederkommen.
Aber ich glaube, da ist eine Menge Potenzial drin. Dann könnte man Billerbeck touristisch nochmal anders verkaufen, wenn wir in die Baumberger Region gucken, also mal über den Kirchturm von Billerbeck hinweg, mit Havixbeck, mit Rosendahl, mit Nordholen, diese Location anders vermarkten. Dann können wir mit unserem Bahnhof natürlich klasse sagen, wir wenden uns an unseren ÖPNV-Zweckverband und machen ÖPNV-Tickets als Paket. 2 Übernachtungen in Billerbeck, Uli Frede ist obligatorisch freitagsabends und das wird als Paket sozusagen angeboten, dass die Bahnfahrt, 2 Übernachtungen, Besuch bei Uli Frede und ein dufter Kneipenabend, irgendwas, was man dann organisieren muss, als Paket verkauft wird. Günstiger Kurs. Die Leute müssen erstmal gelockt sein. Und was sich daraus entwickelt, muss man sehen. Ich bin kein Tourismusexperte, aber da würden mir als Laien aus dem Stand 2, 3 Ideen einfallen, wie man die Potenziale, die wir haben, besser nutzen kann. Das ist so ins Grobe gesprochen, kann das so laufen. Aber das kann man nur dann richtig steuern, wenn man die richtigen Menschen am Tisch sitzen hat. Und da kommen wir dann sicherlich gleich noch zu der Frage, wie der Zusammenhalt der Beteiligten sich aktuell gestaltet. Gibt es überhaupt einen Zusammenhalt der Beteiligten? Oder zieht nicht jeder an seinem eigenen Strang? Und machen wir uns nicht gegenseitig letztendlich da an der Stelle? Gegenseitig heißt, die Menschen, die bisher beteiligt waren, haben die sich nicht durch die eine oder andere unkluge Auseinandersetzung auch eigentlich geschadet als genützt? Und das ist so das Thema. Insofern muss ich sagen, Gänse durch die Gassen treiben reicht nicht. Also Gänse durch die Gassen treiben, wir sprechen ja hier über den Bürgermeisterposten. Der Bürgermeister hat neben repräsentativen Aufgaben sicherlich die Aufgabe, die Verwaltung zu leiten. Also nicht eine Eventagentur an der Stelle, wo man punktuell mal sagt, ja, wir jagen die Sau oder in diesem Fall die Gans wieder durchs Dorf. Das gehört auch alles dazu, nicht missverstanden zu werden, aber das sind Aufgaben, die dann andere an der Stelle wahrnehmen müssen, um eine Stadt mit Leben zu füllen. Da sind auch Grenzen des Machbaren erreicht. Eine Stadtverwaltung mit Bauhof kann dort unterstützend tätig werden, kann mitorganisieren, kann auch sicherlich mit Manpower helfen, aber es ist nicht gefragt, an der Stelle diese Dinge zu bewerkstelligen. Mein Konzept sieht so aus, dass ich durch Innenstadtanker die Billerbecker Innenstadt beleben möchte, also Frequenzbringer in die Innenstadt zu bringen, um Dinge des täglichen Grundbedarfs dort zur Verfügung zu stellen, Einkaufen attraktiv zu machen, festhalten unbedingt am integrierten Einzelhandelskonzept für unsere Innenstadt. Letztlich, und das muss man wissen, ist das oder war das auch eine CDU-Landesinitiative von dem Herrn Rüttgers, das integrierte Einzelhandelskonzept zum Schutz der Innenstädte. Und ich bin der Meinung, dass man nicht, sag ich mal, bei der ersten Unruhe, bei den Wogen, die jetzt so ein bisschen höher schlagen, davon abweichen sollte und sein Fähnchen in den Wind hängt und sagt, ja, da müssen wir es jetzt aber dem Wirtschaftsunternehmen recht machen und verkaufen ja letztlich unsere Seele, unsere Billerbecker Seele und gehen irgendwo an die Peripherie und bluten dadurch die Innenstadt noch mehr aus als durch die 2 Fehler, die wir haben, durch den Aldi an der Darfelder Straße, K&K am Lidl, an der Industriestraße, denn das waren Fehler, die gemacht wurden zum Lasten der Innenstadt, auch wenn sie sicherlich dort attraktiv sind, für viele attraktiv sind, auch gut genutzt werden, aber das ist so nicht in Ordnung. Daneben, und das ist ja mehrheitlich beschlossen, wird ein gutes City-Management in Billerbeck zu etablieren sein. Aufgabe dort wird sicherlich auch dann überwiegend sein, Interessen der Eigentümer, der Nutzer oder künftigen Nutzer unter einen Hut zu bringen, also ein Flächenmanagement zu betreiben, Interessen objektiv zu bündeln und zu vermitteln an der Stelle, um dann so, sag ich mal, da den Leerständen entgegenzuwirken. Daneben das, was für mich eine Selbstverständlichkeit ist, Kontakt zu halten zu Billerbecker Einzelhandelsgeschäften, inhabergeführten Geschäften. Wir haben 2 tolle, die jetzt in die nächste Generation gehen, was ich gut finde und auch wichtig finde für Billerbeck, was auch zeigt, dass es attraktiv ist in der Innenstadt und dass es sich auch lohnt, dort weiter Wirtschaft, Einzelhandel zu betreiben. Das ist also, sag ich mal, schon mal eine ganze runde Sache an Ideen für die Innenstadt und es muss nicht dann immer die Einzelveranstaltung sein. Wie gesagt, gehört auch dazu unser Weihnachtsmarkt, unser Stadtfest, ganz tolle Magneten, punktuell zu den Zeitpunkten auch überregional, aber nicht das, was der Geschäftsalltag in Billerbeck darauf braucht. Ja, ich habe das schon eingangs gesagt, auch wenn ich mich wiederhole, Organisationsentwicklungskonzept, das beinhaltet halt mehr. Das beinhaltet, wir müssen zentralen
innenstadtnahen Wohnungsbebauung schaffen. Und zwar Wohnungen nicht nur für Senioren und nicht nur für Leute mit Handicap, sondern auch Wohnungen für Familien, für junge Familien. Bezahlbare Wohnungen, sprich auch sozialer Wohnungsbau. Wir müssen die Menschen wieder in die Innenstadt bekommen, dass sie auch in der Innenstadt leben. Unsere Innenstadt ist wunderschön zum Leben. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, wir müssen hier in Billerbeck etwas auf den Weg bringen, wo wir unsere Innenstadt nachhaltig so ausbauen und prägen, was generationsübergreifend seine Wirkungen haben wird, wo dann entsprechend auch Geschäfte, Kleingewerbe, Einzelhändler sich hier ansiedeln. Dafür ist es unsere Aufgabe, und das wäre auch meine Hauptaufgabe als Bürgermeister, eine der Hauptaufgaben als Bürgermeister, dafür den Grundstein zu legen und die Rahmenbedingungen zu schaffen. Deswegen wieder zurück, Organisationsentwicklungskonzept. Und da beinhaltet halt sehr, sehr vieles. Das beinhaltet von Kaufkraftstärken. Das heißt, ich möchte ganz gerne die Grundsteuer B absenken. Jeder weiß, der in sein Portemonnaie geschaut hat, dass die Grundsteuer B über einen Kreis, alleine über einen Kreis angehoben worden ist. Von, ich glaube, 54 auf 72 oder 52 auf 74. Genaue Zahlen habe ich nicht im Kopf, aber es sind über 70 Euro angehoben worden, die Punktwerte. Wir in Billerbeck haben sie noch nicht erhöht, aber es ist durchaus eine Diskussion. Andere Gemeinden haben schon gemacht. Das heißt, es wird gerade den Familien, den kleinen Häuslebauer, der Häuslebesitzer, der ein bisschen Grundstück hat, dem wird erstmal eine Tasche gegriffen. Den ziehe ich dort aus der Tasche raus und schwäche damit die Kaufkraft hier vor Ort. Denn jeden Euro, den die Stadt abgreift, der ist weg. Der ist weg für die Unternehmen. Das sind mit die besten Wirtschaftsförderungen auch, in denen ich die Kaufkraft der Leute stärke. Andersrum kann man natürlich sagen, aufgrund der desolaten finanziellen Haushaltslage. Jetzt muss ich aber sehen, ich habe lieber einen attraktiven Standort Billerbeck, wo junge Familien bereit sind, sich anzusiedeln, die auch dann erwerbstätig sind. Und dann bekommt unsere Stadt 15% von der Lohnsteuer und 16 oder 17% von der Einkommensteuer als Umlage. Und das ist wesentlich mehr wie die Grundsteuer B. Das heißt, für jede Familie, die ich über diesen Weg hole, weil ich gute Rahmenbedingungen schaffe, gute Rahmenbedingungen, in denen die Kaufkraft erhöht wird, gute Rahmenbedingungen, in denen das Schulangebot, komme ich wieder zurück auf Grundschule, vernünftig gestaltet wird, gute Rahmenbedingungen mit Kitas, die sind zurzeit gut, wiederhole ich nochmal, gute Rahmenbedingungen mit Kindergärten und einfach gute Rahmenbedingungen, ja, hier kennt man sich, fühlt man sich wohl und gute Vereinsstrukturen schaffe, dann gelingt es mir auch wieder, junge Familien hier anzusiedeln. Und dann kann unsere Stadt weiter nach vorne schauen. Aber das ist alles Konzept, deswegen sage ich, Innenstadtkonzept ist zu kurz gegriffen. Das wird dem nicht gerecht. Es ist eine Organisationsentwicklung. Wir müssen uns entwickeln. Das ist transparent für alle Bürger. Das muss transparent sein. Und das muss nicht nur transparent sein, sondern es muss auch nachvollziehbar sein, aber auch veränderbar. Man muss also immer wieder überprüfen. Man muss immer wieder überprüfen, wo stehen wir, was haben wir bisher erreicht, wie war das, geht nicht von heute auf morgen. Das ist doch nicht, also man muss sich davon den Kopf freimachen. Das ist doch nicht jetzt zu sagen, wir machen die Johannisschule, jetzt bauen wir eine neue und das Riesenareal der Johannisschule, 16.000 Quadratmeter Fläche, wird der Stadtplaner schon geplant. Das ist ein Teil eines Organisationsentwicklungskonzeptes. Ein wesentlicher und ein wichtiger Teil, aber ein Teil. Weitere Teile sind Kaufkraftstärken, weitere Teile sind Standorte sichern, weitere Teile sind Glasfasernetze, also daraus wird ein Schuh. Ne? Und da muss man immer wieder überprüfen, überarbeiten, transparent machen. Der Bürger muss wissen, was gemacht wird und da muss man hinschauen. Und da haben wir in den letzten 11 Jahren einfach die Entwicklung verpennt.